Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch das Ganze denn gefallen sollte. Ich habe wieder einen recht langen Arbeitstag hinter mir, deswegen verzeiht's mir, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen lalle oder was auch immer mache. Danke fürs Reinschalten. Es soll losgehen mit dem ersten Spiel Slowakei gegen die Ukraine. Falls euch das nicht interessiert, könnt ihr gerne in die Timestamps klicken. Los geht's! Die Slowakei gegen Ukraine, ein Duell der Gegensätze. Die Slowakei konnte positiv überraschen, gewann mit 1-0 gegen Belgien. Die Ukraine enttäuschte und verlor gegen Rumänien mit 3-0. Aber es sollte ein anderes Spiel werden. Die Ukraine in den gelben Trikots, hier mit der ersten guten Torchance. Ging gut weiter. Etwas über eine halbe Stunde gespielt. Kurz ausgeführter Eckball. Die wird dann reingebracht. 32. Minute. 1-0 für die Ukraine. Wunderschöne Flanke. Zum Tor gedreht. Und dann aus kurzer Distanz eingenickt. Die Slowakei allerdings nicht chancenlos. Bojanek ist das, der hier kurz vor der Pause den Ball an den Querbalken hämmert. 0-1, also zur Pause. Die Ukraine muss eigentlich auch gewinnen aufgrund des schlechten Torverhältnisses. Brauchen sie unbedingt Punkte. Aber die Slowaken, sie waren dran am Ausgleich. Mitte der zweiten Hälfte. Duda. Lunin, der im ersten Spiel gar nicht gut aussah, kann hier seine Qualität unter Beweis stellen. Keine Viertelstunde mehr regulär zu spielen. Jetzt mal wieder die Ukraine. Kombinieren sich gut durch. Und der Torschütze vom 0-1 markiert den Doppelpack. Vorentscheidung in dieser Partie. Dovbek knallt den in den Winkel. Ein sehr schönes Tor. Die Slowaken machten auf. Dann kam Doppeltorschütze Dovbek noch einmal vor Dubravka zum Abschluss. 3-0. Jetzt wurde es richtig deutlich. So klar waren hier die Spielverhältnisse eigentlich nicht. Relativ ausgeglichen. Aber die Ukraine, sie war recht abgeklärt vom Kasten. 3 Minuten Nachspielzeit. Die Slowakei kam nochmal nach vorne. Sie gaben sich nicht auf, Lobotka zumindest mit dem 1-3 und wer weiß, vielleicht ist ja am Ende ein Tor in der Tordifferenz auch entscheidend, was das Weiterkommen angeht. 1-3, dann im Endeffekt der Endstand, die Slowaken treffen dann am letzten Spieltag noch auf starke Rumänen. Polen gegen Österreich, das zweite Spiel für jeweils beide Mannschaften in der Gruppe D. Beide haben bisher 0 Punkte gesammelt, das heißt, jetzt musste es was Zählbares geben, ansonsten wäre Frühschluss in diesem Turnier. Die erste Chance hatte Österreich, Sabitzer, Baumgartner, Chesney noch dran, aber nicht mehr entscheidend. 11. Minute. Die frühe Führung für Österreich. Baumgartner, der noch eine riesige Chance gegen Frankreich ausgelassen hatte. Das hätte da auf jeden Fall auch spielentscheidenden Einfluss genommen. Aber trotzdem hier dann ganz wichtig, dieser Treffer. Aber die Polen, sie ergaben sich nicht. Zielinski. Ausgleich, 5 Minuten vor dem Seitenwechsel. Beide Mannschaften recht effektiv vor dem gegnerischen Tor. Da war ansonsten nicht so viel zu holen, was Tormöglichkeiten angeht. Aber die, die sie dann hatten, die wurden dann ganz gut genutzt. 1-1 zur Pause. Für beide Mannschaften auch tendenziell das eher zu wenig. Vor allem in Anbetracht
dessen, welche Mannschaften da noch so warten jeweils. Und Baumgartner hatte in der 49. die nächste gute Chance für Österreich. Direktabnahme. Weiß da wahrscheinlich gar nicht, wie viel Platz er hat. Das kann gut und gerne mal das 2:1 sein, wenn sich das mal nicht recht auf der Gegenseite. Buxer. Romanchuk und Szymanski testet Penz in dieser Situation. Mehr sollte es aber von beiden Seiten nicht mehr werden. Es blieb beim 1:1 und das, wie gesagt, dürfte für beide Mannschaften möglicherweise zu wenig sein. Die beiden Sieger aus Gruppe D vom ersten Spieltag, Niederlande und Frankreich, trafen hier aufeinander in Leipzig. Die Niederlande erarbeitete sich ebenso wie Frankreich ganz schwer erkämpft den Dreier. Hier die in Orange gekleideten Niederländer mit einer beeindruckenden Leistung im ersten Durchgang, das schon mal vorweggenommen. Frankreich fand nicht besonders viel statt. Und so war es hier dann in der 9. Minute die erste nennenswerte Möglichkeit. Und so ging es auch weiter. Xavi Simmons legt den Ball in die Mitte und Memphis Depay testet man ja. 27. Minute. Das hätte es schon fast sein können. Anspruchsvolle Abnahme. Anspruchsvolle Parade. Anschließender Eckstoß, Memphis Depay und Virgil van Dijk mit dem Kopf. Geht im Endeffekt doch recht deutlich drüber, aber die Niederlande hatte sowohl auf dem Boden als auch in der Luft die Nase vorn, aber es stand eben nur 0:0. Das war aus niederländischer Sicht deutlich zu wenig nach dieser Überlegenheit in Durchgang 1. Frankreich musste besser werden und sie wurden besser. Griezmann legt auf Rabiot. Dembélé. 49. Minute 1:0 für Frankreich. Zu dem Zeitpunkt völlig aus dem Nichts, aber die Halbzeitansprache, die wird es wohl in sich gehabt haben. Ansonsten wäre das nicht zu erklären gewesen. Rabiot holt sich den Assist. Van Dijk verspekuliert sich da ein bisschen gegen Dembélé, aber das ist dann im Endeffekt auch schwierig zu verteidigen im 16er. Die Niederlande aber kann mit Rückständen umgehen gegen Polen. Lag man ja 1:0 hinten, gewann am Ende eben mit 2:1. Xavi Simmons! Da ist er, der Ausgleich. In der 77. Minute tankt sich da durch, wird einmal bedient, macht dann einige Meter, zieht in den Strafraum ein und markiert den definitiv verdienten Ausgleichstreffer. Hier in, ja, Anführungszeichen, der heimischen Leipziger Arena. Und die Niederlande wollte mehr. Gakpo. Irgendwie bleibt die Niederlande dran. Gakpo und Memphis Depay fast mit dem Siegtreffer in Minute 86. So, aber blieb es beim 1:1. Starke Niederländer, vor allem in Durchgang 1, verdienen sich hier den Punkt. Hätten mit etwas mehr Glück wohl auch sogar gewinnen können. Sowohl Georgien als auch Tschechien haben beide 0 Punkte, also das erste Gruppenspiel, verloren. Aber die Eindrücke, die man von beiden Mannschaften gewonnen hat, die könnten nicht weiter auseinandergehen. Georgien wirklich bis in die Schlussminute, Schlusssekunde mitgehalten mit der Türkei und auch klasse gespielt. Tschechien enttäuschte gegen Portugal. Gegen mittelmäßige Portugiesen brachten sie nicht viel zustande. Auch hier war es ein zähes Ringen. Tschechien etwas besser. Georgien konnte mit diesem destruktiven Fußball von Tschechien scheinbar nicht besonders gut umgehen. Und das ist Schick,
26. Minute, da war es dann soweit. Die Tschechen, die ja auch gegen Portugal in Führung gehen konnten, gehen hier wieder in Front. Bitter für Georgien, die aber den überzeugenden Auftritt von Spiel 1 weiterhin leider nicht erfüllen konnten oder bestätigen konnten. Tschechien besser. Nächster Abschluss, 38. Minute, aber der geht am Tor vorbei. Noch nicht ganz Pause im Volkspark. Ein weiterer Angriff der Tschechen. Das 1:0 mittlerweile eher schmeichelhaft. Es sollte aber noch nichts werden mit dem 2:0 und der etwas sichereren Führung für Tschechien. Hier hielten dann die Georgier ganz gut dagegen. Es musste aber auf jeden Fall eine bessere zweite Halbzeit her für Georgien. Ansonsten wäre man mit 0 Punkten nach 2 Spielen schon mehr als nur mit dem Rücken an der Wand. Es wurde auch besser, dauerte aber eine Weile, bis dann die erste gute Chance kam. Über 70 Minuten hier dann von der Uhr und Stanek pariert. Gute Chance und eine Standardsituation vielleicht mit dem gewinnbringenden Ausgleich. Nein. Wurde ihnen verwehrt, der bleibt in der Mauer hängen und so ist es eben nicht der Punktgewinn, sondern die knappe Niederlage von Georgien gegen Tschechien und die Tschechische Republik damit mit 3 Punkten gut im Rennen. Die Türkei gegen Portugal, das Ganze unter besonderer Beobachtung, vor allem weil die Türken so ein unterhaltsames Spiel mit Georgien zusammen aufs Feld brachten. Portugal mit dem Lucky Punch-Sieg am Ende nicht unverdient, aber die sind doch noch einiges schuldig geblieben, was das Fußballerische angeht. Hier fast das 1:0 nach Fehler vom türkischen Keeper. 10 Minuten noch bis zur Pause. Kahn, Ayhan treibt den Ball, dann geht's schnell und Kökçü testet da Costa im Tor, der eine Glanzparade auspacken muss. Also recht ausgeglichene erste Halbzeit bislang, aber noch ohne Tore. Durchgang Nummer 2. Die Türken kommen besser rein. Portugal etwas passiv. Und da ist das Tor. 59. Minute. 1:0 für die Türkei. Zu dem Zeitpunkt auch alles andere als unverdient. Da dürfen die sich im 16er hin und her schieben. Den Ball ist klasse gespielt. Da kann man gar nichts sagen. Kein Abseits und klasse vollstreckt. Das war richtig hochwertiger Fußball der Türkei. Und das brachte Selbstvertrauen. Nächstes Tor, 62. Minute, 2:0. Doppelschlag gegen Portugal. Sehr beeindruckender Auftritt der Türkei. Portugal war wirklich fassungslos und es war auch kaum nachzuvollziehen, dass das hier so schwach aussah über weite Phasen der Partie. Aber es war ja zumindest noch ein bisschen Zeit, das irgendwie auszumerzen. Es ging dann schon in die Nachspielzeit. Ronaldo mit einem Freistoß, der aber auch das Ziel verfehlt, nicht mal auf den Kasten geht. Am Ende setzte sich dann die Türkei durch, gewinnt mit 2:0 gegen Portugal
Das war wirklich beeindruckend und so muss man mit den Türken auf jeden Fall auch in der K.O.-Phase rechnen. Belgien enttäuschte fast auf kompletter Linie. Im ersten Spiel unterlagen sie der Slowakei mit 0:1. Hatten auch ein wenig Pech mit Abseits- und Handentscheidungen. Es war aber zu wenig, was sie da ablieferten. Rumänien mit dem gegenteiligen Auftritt 3:0 gegen die Ukraine. Auf die muss man auf jeden Fall ein Auge haben. Die erste Chance, die wir uns hier anschauen in der 32. Minute, ging aber aufs Konto der Belgier. Und dann Lukaku, kein Abseits. Alleine vor dem Kasten. Und was macht er denn dann? Einfach blind raufgehauen. Das kann er besser. Aber er ist so ein bisschen die tragische Figur, das Sinnbild für eine verkorkste EM bislang für die Belgier, wo man sich doch auch wieder einiges möglicherweise hätte erwarten können. Aber Theorie schlägt eben nicht Praxis, vor allem nicht im Fußball. Durchgang Nummer 2. Belgien spielbestimmt, Rumänien mit Umschaltsituation. Und die wird gefährlich in der 77. Minute. Koman, 77. Wie gesagt, es war ein seltsames Spiel mal wieder. Kaum Chancen, aber das dürfte den Rumänen mal ganz, ganz egal sein. Aufsetzer, nicht besonders hart, Castils kann den vielleicht heilen. Belgien arbeitete aber zumindest noch am Ausgleich. Einen Punkt brauchen sie, ansonsten sind sie so gut wie raus. Aber nee, es wurde nichts. Es sollte nichts mehr daraus werden. Rumänien gewinnt auch das zweite Gruppenspiel, hat 6 Punkte, beeindruckend nach 2 wirklich sehr beeindruckenden Gruppenspielen. Jo, das war's mit der Prognose vom zweiten Spieltag, Teil 2. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir sehen uns dann bald mit dem dritten Spieltag. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.